Nachdem die Vereinsmitglieder der IG Preßnitztalbahn e.V. alle Vorbereitungen getätigt haben, startet nun am kommenden Wochenende so richtig der Fahrbetrieb im Jahr 2018. Die in mehreren Bundesländern gleichzeitig beginnenden Winterferien können alle Gäste und Einheimische zum Besuch der ersten beiden zusammenhängenden Fahrtage des Jahres am kommenden Wochenende nutzen. Dank einer Dampflokomotive der Baureihe 99 sind in den liebevoll restaurierten Wagen immer warme Sitzplätze garantiert. Alle Züge verkehren im 2-Stunden-Takt. Dabei fährt der erste Zug um 10.05 Uhr ab Jöhstadt und dann alle 2 Stunden bis 16.05 Uhr. Dementsprechend können alle Fahrgäste und Besucher erstmals um 11 Uhr, fortfolgend 13, 15 und 17 Uhr wieder zurück nach Jöhstadt gelangen. Ankunft des letzten Zuges ist dort 17.45 Uhr. Auskünfte zu Veranstaltungen und Fahrprogrammen des ganzen Jahres, Reservierungen, Bestellungen oder Sonderwünsche erhalten Sie telefonisch von Montag bis Freitag unter 03 73 43 80 80 37 oder unter www.preßnitztalbahn.de. Anfragen auch gern unter verein@preßnitztalbahn.de.